Und damit hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge des EDEX 2 Let's Plays, wo wir letzte Folge ja mit Crony gesprochen haben. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Crony. Ja, und schauen uns die geordneten Skyans an. Nein, wir sollen ihn irgendwo hinbringen. Ja, Kamera? Ich sollte ihn irgendwo hinbringen. Stopp, bevor ich das mit den Skyans mache. Lock. Fehler. Einige Maschinen der Kleriker haben eine sehr mögliche Fehlfunktion. Ich sollte mit Dingens darüber reden, mit Kalan, und da soll ich Crony hinbringen. Also, Crony. Da, mitkommen. Mitkommen. Ja, so. Und jetzt machen wir uns wieder auf Weg nach, zu den Klerikern ins Dörfchen. Ich habe den Plan letzte Folge schon skizziert, den wir vorhaben. Mal schauen, ob Crony hier jetzt mit runterkommen kann oder ob das ein Problem wird. So, Crony kann mit runterfliegen. Perfekt. Also, der Plan ist klar. Was habe ich, Akku? Entweder war es von unter mir oder von über mir. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Vermutlich von über mir. Also, der Plan ist klar. Ich rede jetzt erstmal mit allen Anhängern hier und mache denen ihre Quests in diesen Passos gerade, die ja alle auf mich zugekommen sind. Begonnen jetzt mit Crony, den wir eh für die eine Questline brauchten. Und danach, nachdem wir alle Quests für die Gefährten gemacht haben, möchte ich noch einmal mit allen Fraktionen endlich reden. Es fehlen noch zwei, wo ich noch nicht war. Wo ich noch hinstratzen werde und gucken werde, was die so erzählen. Und dann kümmern wir uns endlich weiter um die Main Story. In der Hoffnung, dass ich bis dahin vielleicht mich auch entschieden habe, ob ich mich einer Fraktion anschließe oder nicht. Und wenn ja, wie es abläuft, wie gesagt, momentan wären die Berserker the way to go. Das kann sich auch nochmal ändern. Von daher, schau doch erstmal. Ja, Crony, zeig mal, was du kannst. Okay. Er scheint es erfolgreich zu ignorieren. Könnt ihr die Kamera bitte wieder auf die rechte Seite wechseln? Wenn ich jetzt damit mache, kann ich jetzt nicht behaupten, dass es viel bringt, aber wir kriegen ihn platt. Komm, machen wir. Was wir weg haben, haben wir weg. Wenn ich mich hier wieder einmal als Bogenschütze versuche. Ich stelle mich dabei sau beschissen an. Ja, also Bogenschütze ist echt nicht meine Stärke. Da muss man ja wirklich mal sagen. Und mit dem Aiming-System dahinter, das kann ich glaube ich ausschalten, aber zu sagen, dass ich sinnvoll ordentlich treffe, eher nicht. Egal. So, mal gucken, ob die überhaupt mit uns reden hier oben. Die Kleriker wollen ja eigentlich, dass ich erstmal die Alps ausspioniere. Kann natürlich sein, dass das jetzt nicht mehr der aktuelle Stand ist, weil wir in den nächsten Passus gerutscht sind. Vielleicht aber auch doch. Ich weiß es nicht. Wir werden herausfinden es. Damit sind wir bei den Klerikern angekommen. Und mit der ich reden, hast du irgendwas Neues? Jetzt nicht. Okay. Schade. Bewohntes Gebiet geortet. Deaktiviere Feindsensoren. Okay. So, da müssen wir, glaube ich, rein. Ja, da wollen wir rein. So, mit den Wachen brauchte ich, glaube ich, nicht reden, oder? Jetzt nicht, ich habe zu tun. Ja,
So, mit dir direkt? Eigentlich nicht. Starte Verbindungsprozess. Okay, dann mal los. Die Zeit läuft. Unzureichende Informationen. Benötige Datenaustausch mit Zentralrechner der Kleriker. Ich weiß. Also machen wir das Beste draus. Commander, verbinde. Das Unheil naht. Kommt zu Kalan. Er wird dich retten. Wer spricht da, Crony? Ist das die AI des Bordcomputers des stillgelegten Shuttles Kalan? Das Unheil naht. Kommt zu Kalan. Er wird dich retten. Das Unheil naht. Kommt zu Kalan. Er wird dich retten. Schalte das ab, Crony. Analyse. Zentralrechner der Kleriker ist in einer Feedbackschleife gefangen. Ja, ganz offensichtlich. Aber was ist die Ursache? Mal abgesehen von der Tatsache, dass hier eine uralte Technologie benutzt und ihr das Kommando über die Streitkräfte der Kleriker anvertraut wird. Starte Analyseprotokoll TGRG35C. Bitte warten. Moment, wie lange wird das dauern? Unbekannt. Erste Approximation, 123 Jahre, 30 Tage und... Ja, lass das mal. Wir kriegen schon noch heraus, was hier schiefläuft. Kannst du wenigstens verhindern, dass noch einmal so ein fehlerhafter Angriffsbefehl an die Maschinen rausgeht? Positiv. Verbindung Kalan zu Robots der Kleriker unterbrochen. Gut, dann sehe ich die Sache hier erst einmal als erledigt an. Vielleicht nur ein paar durchgeschmorte Schaltkreise, wer weiß. Komm, wir verschwinden wieder. Positiv. Okay, sagst du da irgendwas zu? Erweise mir Respekt. Und du sollst den meinen bekommen. Ja, scheint ihn nicht zu interessieren und ihn vermutlich auch nicht. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Niemals! Ja, gut. Dann haben wir die Quest erledigt und dann würde ich sagen, tun wir als nächstes seine Questline starten. Ich brauche dich nicht mehr, nein, sondern gut, schauen wir uns die geordneten Technologien der Skyans an. Gut, schauen wir uns die geordnete Technologie der Skyans an, die du gefunden hast. Positiv. Mir nach, Commander. Unweit im Norden orte ich fremde Technologie. Okay, dann sehen wir uns mal an, was da zu finden ist. Verdammt! Dawkins soll mir endlich helfen, meine Infektion in den Griff zu kriegen. Stattdessen reiße ich mir ein Bein aus für die Sechs der Macht. Na. Stand by. Oh. Feindkontakt. Okay, ich speichere einmal. Ja, ich habe sie schon gesehen. Ein paar Hetzer der Fremden. Sie bewachen da irgendwas. So, wir pullen einfach mal direkt. Aber halt schon gucken, ob wir das hier geregelt kriegen. Okay, also am Damage sollte es nicht scheitern, sondern wenn, dann eher daran, dass ich es nicht tanken kann. Musst du ihn töten. Herzlichen Dank. So, Essen. Ich brauche dringend was zu essen. Da, nehmen wir den. So, mit dir geht's weiter. So. Okay, ja, das kriegen wir hin. Wird zwar ein bisschen nervig, aber... Ich sehe das als sinnvoll an. Die da hinten machen wir auch gleich. Empfehle sofortigen Waffeneinsatz. Ja, gerne. Ich muss mich aber auch erstmal heilen. Essen wir das? So. So machen wir's. Jetzt muss ich leider kurz mal warten, dass die HP gerecht sind. Dann klatschen wir den Rest. Habe ich noch Heiltränke eigentlich? Ein kleinen. Naja. Ein kleiner ist jetzt, naja, nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Dann pullen wir den als nächstes. Richtig einzeln gepult? Vielleicht.
Krieg ich. Perfekt. Sehr schön. War auch nicht sonderlich clever von mir. So, warten, dass er sein Movement-Set durch hat. Was? Hammer. Oh, wir haben eine Eisenbahn erhalten. So, weiter geht's dahin. Ich sehe noch einen, wenn ich es richtig erkenne. Oder gar keinen. Gar keinen, das ist kein Gegner. So, was ist das hier? Diese Hetzer waren keine Wachposten für Technologie der Fremden. Meine Ortung ergab lediglich bestimmte Ausrüstungsteile der Hetzer. Ja, sie sind ziemlich gut gepanzert für so einen Spähtrupp. Diese Truppe des Feindes wollte hier etwas installieren. Tatsächlich? Was sagt ihr das? Sie tragen Miniaturkontrollknoten bei sich. Kleine Rechnerchips, die sich schnell irgendwo installieren lassen. Etwas Ähnliches haben wir auch bei den Alps. Sie werden eingesetzt, um fremde Technik zu infiltrieren. Oder jemanden abzuhören. Ich würde so etwas als Wanze bezeichnen. Die korrekte Bezeichnung in diesem Fall ist Kontrollknotenchip. Mhm. Sie verteilen diese Dinge also an strategisch wichtigen Punkten irgendwo in unseren Ländern. Wer weiß, wo sie diese Dinger schon im Einsatz haben. Vermutlich einer der Gründe, warum sie so effektiv agieren. Du hast ihre Technologie mit der der Alps verglichen. Heißt das etwa... Die Fremden benutzen eine ähnliche Datenübertragung wie wir. Gut. Wir könnten also unsere eigene Technik dazu verwenden, uns mit ihnen zu verbinden. Datenkompatibilität mit unseren Systemen liegt bei 85,9%. Gut zu wissen. Das war aufschlussreich. Such weiter, Kleiner. Wenn du wieder so einen Treffer hast, dann sag mir Bescheid, okay? Positiv. Okay. So, dann kannst du zurückgehen. Systemanalyse. Analysiere. Hauptprotokolle optimal kalibriert. Alles klar, so bleib. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich der Bastion bereit. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Sehr schön. So, jetzt können wir hier noch gucken, ob wir was looten können. Da drüben habe ich noch Gegner gesehen. Den will ich aber, glaube ich, nicht pullen. Sagte er und hat schon kurz die Aggro. Ich will noch ganz kurz hier einmal alles looten, bevor ich mich hier verpisse. Naja gut, okay. Da werde ich nicht drum rumkommen, den werde ich jetzt töten müssen. Ach ja. So, naja, wir werden wahrscheinlich sterben, weil ich keine Heiltränke passen da habe. Also ich kann meinen kleinen Heiltrank gerne trinken. Da. Ah, das könnte sogar der ausschlaggebende Punkt sein. Mal gucken. Naja. So, jetzt weg mit dir, komm. Oh, zum Schluss werde ich wieder zu greedy, ne? Es ist so typisch für mich. Okay, ich glaube, ich habe eine Variante eventuell gefunden. Oh. Ah, Ausdauer. Ja, die sehr ausdauerintensiv ist. Interessant, dass er auch des Öfteren gar nicht treffen tut. Also quasi immer ein Hit weg. Noch ein Hit weg. Das Problem ist einfach nur, dass ich des Öfteren nicht wegkomme. Aber an sich ist diese Methode ein Hit, upsie, weg. Eine, die sehr gut funktioniert. Ach, so. Haben wir. Mann, Mann, Mann. Unnötig. So, jetzt kann ich hoffentlich in Ruhe looten. Mich interessiert am meisten, ob hier vielleicht irgendwelche Tränke gleich waren.
die dauerhaft Werte erhöhen, wie zum Beispiel die Elex-Tränke, die könnten mit viel Glück XP-Tränke sein. Ja. Sollen wir hier noch was speichern? Ja, da der getötet ist, kommen wir hier tatsächlich mal hier so hin. Eine Weinflasche. Wir looten erstmal alles. Danach schaue ich mir an, ob ich irgendwelche Tränke habe, die ich mir in den Kopf ballern will. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Vor allem, ich würde gerne eigentlich diesen Knotenpunkt hier zerstören. Aber ethnisch gehen, wie ihr sehen. So, haben wir hier drüben noch was? Ja. Beinahe das Wichtigste vergessen. So, passt. So, Tränke. Da, gibt was? Attributspunkt nehmen wir zu uns. Der Rest ist nicht so geil. Und dann habe ich hier noch einen großen Elixitbeutel gefunden. Perfekt. So. Jetzt kurz mal auf der Karte gucken. Wo bin ich? Hier oben. Gut. Dann auf zum Rückweg. Wir latschen zurück ins Lager und dann sprechen wir dort einmal mit allen, beziehungsweise mit allen ist nicht ausgedrückt. Ich weiß ja, dass Kai uns wohin führen möchte. Fox hat, glaube ich, auch noch eine Quest für mich. Wir werden einmal dort jetzt mit allen reden, um die Questline, um die Quests für die zu machen. Wer das alles genau ist, weiß ich nicht. Krieg ich den platt? Ich probiere es. Müsste eigentlich. Ja, den krieg ich platt. Das wird nur dauern. Wie wir es ja schon kennen. Aua. Was ein unnötig nerviger Schlagabtausch, ehrlich. Aber man merkt halt einfach, dass die Ausdauerregeneration wirklich eigentlich so das Wichtigste im gesamten Spiel ist. Habe ich das schon geskillt gehabt? Ich glaube ja. Warte, lass mich schauen. Ja, tatsächlich hat sie schon geskillt. Also eigentlich ist, wenn ich mir die Fights hier anschaue, war das ein reiner Ausdauerfight. Das lag weder am Damage, ja gut, die Waffe hat auch ordentlich was dazu beigetragen, aber eigentlich war es mehr, okay, ich habe genug Ausdauer, ich krieg's geregelt. Oder ich habe nicht genug Ausdauer, ich müsste mich verpissen. So, ein Angelspot, wo... Naja, ich zwar angeln würde, aber kann ja nicht. Geht doch. Ja, das wäre tatsächlich auch... Na, wohl doch. Eigentlich wäre es witzig, wenn hier ein Angelspiel integriert wäre. Hier oben war, glaube ich, ein Monster, ne? Zwei, lasse ich die in Ruhe. Ach komm, wir probieren sie. Okay, wir probieren sie nicht. Also wir können die probieren, aber bitte nicht alle auf einmal. Ich sagte es und es kommen alle. Ja, das ist nicht erledigt. Uiuiui. Ich bin halt schon so low, dass ich euch sagen kann, ich bin gleich tot. Egal was passiert. Seit ich hab noch. Nein, jetzt hab ich vorhin gesagt, ich hab noch einen Heiltrank, aber. Boah, meine Fresse. Unnötig. Es ist halt die Frage, ob es das wert ist. Da hätte ich einen Heiltrank auf der 4, einen können wir auf die 5 packen und wir können uns voll essen. Und dann. Ihr könnt es ja einmal probieren. Noch ein paar Bier reinhämmern.
denn mit Bier wird alles gut. Das war erstmal die 20 Minuten rum. Das heißt, wir probieren mal nächste Folge, ob wir das hier schaffen. Richtig schön zum Anfang der Folge mal so einen richtig schönen Downer reinpacken. Und ja, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach unten hin. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß. Und sage mal zum Schluss. Tschö mit Ö.